Meine YouTube-Startseite ist überladen mit Back-to-School-Hauls und What's-in-my-bag-Tags. Also von Leuten, die zeigen, was sie alles für neue Schuhe gekauft haben. Und das ist so viel. Konsum, Konsum. Und ich springe heute ein bisschen auf den Zug auf, aber auch nicht ganz, weil ich euch heute wirklich Dinge zeige, die echt wichtig sind, aber euch dafür auch Alternativen gebe, falls ihr bestimmte Sachen nicht kaufen wollt oder nicht könnt. Hi, ich bin Lara Emily und ich teile hier jede Woche Tipps zum Thema Schule lernen, gute Noten und Produktivität. Also vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, um davon nichts weiteres mehr zu verpassen. Wir alle müssen irgendwann mal Referate und Vorträge halten. Ich mache das sogar ziemlich oft, weil ich mich auch öfter mal selbst freiwillig melde für Vorträge, weil ich finde, dass es die Note immer noch gut aufbessern kann, da man meistens in den Vorträgen ganz gute Note bekommt. Ich habe da einige Lehrer, die nicht erlauben, Karteikarten zu benutzen, was echt blöd ist. Weil natürlich ist es sinnvoll, wenn man so ein paar Stichpunkte hat, auf die man raufgucken kann, falls man mal seinen Faden verliert. Deswegen sind auf jeden Fall Karteikarten schon mal eine sinnvolle Alternative. Oh Gott, wo habe ich eigentlich Karteikarten hier? Ach, hier. Deswegen sind Karteikarten auf jeden Fall sinnvoll zu besorgen für das neue Schuljahr. Ich habe hier diese kleinen, aber ich habe auch Riesenkarteikarten. Die sind schon ziemlich groß, aber ich mag die eigentlich mehr, weil ich da nur weniger Karteikarten mitnehmen muss. So, jetzt kommen wir aber zu der anderen Sache. Und zwar sind ja Karteikarten nicht nur da für Vorträge und für Referate, sondern auch um zu lernen. Und ich persönlich bin ja ein großer Fan... Moment, meine Haare mussten gerichtet werden. Und ich persönlich bin ja ein großer Fan vom aktiven Lernen, also von sich selbst etwas abfragen und das Gehirn aktiv anregen. Denn passives Lernen wäre zum Beispiel nur einen Text durchzulesen oder nur Lernzettel durchzulesen. Und ich finde, das ist nicht so schlau, das ist nicht so effektiv. Ich persönlich denke mir dann immer so, ja, hätte ich auch so gesagt, hätte ich gewusst. Nee, hätte ich nicht gewusst. Und dann sitze ich in der Klausur da und denke mir so, Mist, hätte ich mal irgendwie anders gelernt. Und seitdem lerne ich nur noch aktiv und mache das zum Beispiel mit Karteikarten. Also man schreibt sich dann hier vorne was rauf und hinten dann die Lösung. Also Frage, Lösung oder irgendwie ein Stichwort. Und dann muss man Begründungen dazu schreiben, bla bla bla. Gibt ja ganz verschiedene Methoden. Und jetzt kommen wir mal zu der Alternative zu Karteikarten. Weil ich persönlich mag es nicht, Karteikarten mitzunehmen irgendwo, weil man die eben leicht verliert. Und deswegen ist meine Alternative für euch, gerade auch wenn es um Vokabeln geht, ist wirklich perfekt, wenn ihr eine App dazu runterladet. Ich persönlich benutze da gerne Quizlet, keine Werbung, oder Anki, auch keine Werbung. Und Anki benutzt sogar das Spatial Repetition System. Das heißt also, dass Anki guckt, wann hast du eine Sache zuletzt gelernt und wie oft hast du sie gemacht und hast du sie gut beantwortet, also richtig beantwortet, und zeigt dir dann immer die optimalen Karten an. Also wirklich sehr gut. Der nächste Punkt ist ein iPad. Ich weiß, dass einige von euch auch ein iPad benutzen. Ich mache es hier auch. Ich habe da auch kein krasses iPad. Es hat nämlich immer noch einen Home-Button. Das ist auch ein iPad Pro, aber eben das ältere. Und darum geht es gar nicht heute, weil ich nicht finde, dass man ein iPad unbedingt braucht. Und ich werde auf jeden Fall auch noch ein Video machen zum Thema iPad versus handschriftlich, was ist besser und was ist vor allem für wen besser. Weil es geht ja gar nicht darum, was objektiv gesehen besser ist, sondern was für dich persönlich einfach handlicher ist. Und ich finde aber so wichtig, falls man ein iPad hat, dass man immer eine Powerbank dabei hat. Ich glaube, jeder, der ein iPad hat, kennt die Panik, dass man Unterricht sitzt und nur noch so 10% hat und man ist so, oh Gott, ich habe noch 3 Stunden, wie soll ich die jetzt schaffen? Und bei mir war das auch schon mal so, dass mein iPad-Stift einfach leer gegangen ist und mein Apple Pencil ist leer gegangen. Und Apple Pen? Apple Pencil, oder? Ich hatte zum Glück noch einen College-Book dabei, ein paar Stifte, dass ich einfach so Notizen machen konnte. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, wie wenn man so ein richtiges System dann benutzt. Deswegen vergesst nicht, eine Powerbank mitzunehmen, falls ihr ein iPad benutzt oder auch ein Laptop benutzt. Drittens, ihr braucht auf jeden Fall einen guten Lernplatz, in den ihr euch gerne setzt. Falls ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, dass eigentlich mein Schreibtisch, der gerade hier steht, also ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, eigentlich da stand und ich sozusagen dann so gesessen habe. Aber ich finde es viel besser, seitdem ich mein Zimmer ein bisschen umgeräumt habe und ich nun hier sitze. Weil ich gucke schon in den Raum rein, das ist irgendwie toll und ich mag diesen Platz viel mehr. Der motiviert mich auch viel mehr, tatsächlich dann wirklich was zu lernen. Und vor allem braucht ihr auch, was noch viel wichtiger ist, einen guten Schreibtischstuhl. Ich habe jetzt gerade diesen weißen hier. Soll ich mal kurz aufstehen? Nee, lieber nicht, oder? Aber ich habe diesen weißen, der ist jetzt nicht so gut fürs Lernen. Den benutze ich nur, wenn ich Videos drehe, weil ich sonst einen größeren Stuhl habe, den ich mich richtig anlehnen kann. Der ist jetzt fürs Video nicht so optimal, weil der eben sehr hoch ist und dann würde es ein bisschen komisch aussehen. Aber den benutze ich dann immer, damit ich mich gut anlehnen kann und damit ich auch eine richtige Position habe und nicht hier irgendwie so drin hänge, wie ich jetzt gerade mache. Weil macht bitte euren Körper nicht kaputt, vor allem mit dem ganzen Lernen. Weil ich hatte es früher auch, dass ich immer extreme Nackenschmerzen bekommen habe, wenn ich immer so nach unten gucke oder wenn ich nicht richtig sitze. Und seitdem habe ich jetzt so ein paar Dinge verändert, wie zum Beispiel meinen anderen Stuhl oder irgendwie meinen Laptop mal hochzustellen. Das hier ist meine Schultasche, da passt echt viel rein. Also die ist wirklich, wirklich groß und ich liebe sie. Die ist von keiner speziellen Marke, glaube ich.
Also einfach so eine normale Tasche. Und ich hatte davor immer so eine Art Handtasche dabei. Von, soll ich die kurz holen? Eigentlich keinen Bock, jetzt in meinen Schrank zu steigen, weil die ist auf meinem Schrank drauf. Aber das war halt einfach so eine normale Handtasche, die ich mir über die Schulter gehangen habe und wo halt nicht so viel reingepasst hat. Also ich hatte die ja noch in der Mittelstufe immer dabei, wo ich noch meine ganzen Bücher mitnehmen musste. Und das war gar nicht gut, weil die auch extrem immer hier gedrückt hat und hat sich viel reingepasst. Also ich sage euch wirklich, investiert in einen guten Rucksack oder eine gute Tasche, wo viel reinpasst, die euch aber auch gut passt, sage ich mal. Also die euch keine Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen gibt, wie sagt man, verursacht. Ich hatte eine lange Zeit auch einen Rucksack, den ich benutzt habe, aber ich persönlich finde die Tasche einfach perfekt, weil sie auch schwarz ist und zu allen Outfits passt. Also falls ihr einfach eine schwarze große Tasche kauft oder schwarzen großen Rucksack, könnt ihr eigentlich nichts damit falsch machen. Und fünftens, was ihr auch unbedingt braucht, ist eine Study-Playlist. Ich persönlich war eigentlich nie so der krasseste Fan vom Musikhören beim Lernen, weil ich gerne mit mir selbst rede beim Lernen und ich finde, dass Musik echt ablenkt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht Musik höre mit Lyrics, wie ich sonst immer gemacht habe, sondern irgendwie so klassische Musik höre und so weiter, hilft mir das total konzentriert zu bleiben. Und mittlerweile bin ich ein riesen Fan, dass ich sogar auch Musik beim Lesen höre, wenn ich mich auch konzentrieren muss. Und deswegen würde ich euch ins Herz legen, eine Study-Playlist anzufertigen mit euren Lieblingssongs, die euch gut helfen, euch zu konzentrieren. Falls es nichts für euch ist, kann ich euch auch Study-Livestreams empfehlen, also eben so Lernstreams, wo man mit Leuten zusammen lernen kann. Und dann gibt es auch schon ein paar von mir, die ihr in meiner Study-Livestream-Playlist findet. Guckt ihr sehr gerne vorbei und habt Spaß mit den Videos, lernt gerne mit mir zusammen und ich hoffe, dass euch etwas hilft. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für noch viel mehr Back-to-School-Videos und ich hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Tschüss!